Jalen und Mal gehören auch zusammen. So. Dann Azur. Ich heiße Azur. Ich organisiere alle Duelle hier. Wir brauchen dringend ein neues Gesicht für unsere Kämpfe. Wie wär's? Wollt ihr nicht mal in den Ring steigen? Es könnte sich richtig lohnen. Fragt mich nicht, warum er manchmal in seiner Huttensprache redet und manchmal in Basic. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie waren die Entwickler zu faul, das auch noch zu synchronisieren oder so. Ich weiß es nicht. Oder das soll einfach so sein. Aber es ist auf jeden Fall sehr seltsam. Wovon redet ihr? Vibro-Klingen und Blaster? Und es gibt keine Toten? Ich werde das Gefühl nicht los, dass ihr uns für dumm verkaufen wollt. Ich mache es, aber ich will mehr als 10%. Gott, ich mache es. Mysterio, das gefällt mir. Es ist besser so. Wir könnten die Preisgelder wirklich brauchen, aber es ist zu riskant, mit eurem wahren Namen aufzutreten. Vermutlich haben die Sis in der Ender Spire schon eine Besatzungsliste gefunden. Ich bin bereit zu kämpfen. Machen wir es. Ladies und Gentlemen, wenden Sie Ihren Blick zur Mitte des Duellrings. Heute Nacht bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Spektakel. Sie haben gesehen, wie er ein Match ums andere verloren hat. Doch in dieser Nacht darf er sich mit einem Neuling messen. Ich präsentiere Ihnen Deadeye Duncan und in der anderen Ecke ein Neuling im Duellring von Taris. Aus den Schatten, ohne Vergangenheit, ohne Geschichte, ohne Namen tritt Mysterio. Naja, Tagebucheintrag. Ja, den haben wir auf jeden Fall gebraucht. Okay, keine Gruppenmitglieder hier natürlich. Wäre unlogisch. Wir ziehen ihn mit einem Schlag, mit einem normalen Schlag, fast sein ganzes Leben ab. Und er zieht uns mit einem Schlag weniger als ein Zehntel von unserem Leben ab, denke ich mal. Wir müssten treffen. Hallo? Es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Nein. Nein. Die Nichttrefferquote steigt wieder an. Warum? Es ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Mysterio hat gewonnen. Doch sind wir wirklich überrascht? Dass Deadeye verliert, ist wahrlich nichts Neues. Ihr müsst uns noch mehr zeigen, um uns zu beeindrucken, Mysterio. Schon klar, ist schon irgendwie logisch, ne? Jo, ja, wir haben immer noch nicht volles Leben. Keine Ahnung warum. Wir reden nochmal mit Duncan. Was willst du? Lass mich raten. Du willst mir unter die Nase reiben, dass du mich geschlagen hast. Tja, das bin ich gewohnt. Mach dich nur über mich lustig. Ich sollte dann mal gehen. Oh, gut. Okay. Man sieht sich. Ja, okay. Ich habe euch gegen Duncan gesehen. Nicht schlecht für jemanden, der gerade erst anfängt. Aber Deadeye ist keine Herausforderung. Selbst nachdem ich meine Finger nicht mehr verwenden konnte, konnte ich ihn noch immer schlagen. Sprecht doch mit Azur, dem Organisator der Duelle, wenn ihr mal in der großen Liga mitmischen wollt. Ich zeige euch, wie es ist, gegen einen echten Duellanten anzutreten. Okay, gleich. Ihr habt euch also eure ersten Sporen im Duellring verdient, was? Nicht übel. Ihr habt wirklich Talent. Wenn ihr weiter an euch arbeitet, werdet ihr es noch weit bringen. Ja, ich würde gerne kämpfen. Wenn ihr an einem Match teilnehmen oder auch nur wetten wollt, sprecht doch mit Azur. Er ist der Hutter in der Ecke dort drüben. Er erledigt das Geschäftliche. Lebt wohl. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Wetten kann man übrigens nach meinem Wissen nicht. Was wollt ihr? Lasst mich raten. Jetzt, da ihr zu den Duellkämpfern gehört, denkt ihr, dass wir etwas gemeinsam haben? Etwas, worüber wir sprechen können, ja? Falsch.
Bloß weil wir beide Duellanten sind, heißt das nicht, dass wir plötzlich Freunde sind. Lasst mir also ein wenig Platz zum Atmen, Fremder. Das Gespräch ist beendet. Ja, Twitch gibt's auch noch. Oscar! Chiska Nichu! Ja, er ist auch ein Duellant. Und zwar der Beste. Also... Credits nur. Verarscht mich nicht. Also insgesamt 1000 Credits. Oh, das ist irgendwie wenig. Okay. Ich bin bereit, Hüke zu kämpfen. Machen wir es. Ladies and Gentlemen, wenden Sie Ihren Blick zur Mitte des Duellrings. Heute Nacht bieten wir Ihnen ein ganz besonderes Spektakel. In dieser Ecke einer der Größten. Ein Mann, der so zäh ist, dass selbst eine Verletzung, die ihn verkrüppelt hat, seine Karriere nicht beenden konnte. Ich präsentiere Jarlan Toe Fingers. Und in der anderen Ecke ein Neuling im Duellring von Taris. Aus den Schatten, ohne Vergangenheit, ohne Geschichte, ohne Namen tritt Mysterio. Dum, da, da, dum, 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 dum. Er trifft mich so häufig, das finde ich nicht gut. Let's kill him. If we will hit. Oh oh. Der macht zu viel Schaden. Nicht gut. Nicht gut. Das war fail. Weil wir nie treffen. Warum treffen wir nie? Ist nur so, weil wir nie treffen. Ganz genau. Nur weil wir nie treffen. Weil er zu doof ist zum Treffen, Junge. Alter. Warum verarscht mich hier das Spiel? Das ist doch nicht wahr. Mann, oh. Fühle mich gedemütigt. Komm, hört doch mal auf, mich zu verarschen, alle. Gibt's doch nicht, Alter, der weicht immer aus. Wir ziehen ihm null ab. Ja. Wir haben ihm was abgezogen, dass er sein Safe wird. Okay, Taktik. Wir sterben. Nein, das war nicht die Taktik. Wir hauen ab. Und benutzen ein Blaster-Gewehr. Du verarschst mich. Stop verarsching me. Ja. Ja, komm. Es ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Mysterio hat gewonnen. Jarlan hat gegen unseren Neueinsteiger verloren. Ist das ein Zeichen, dass seine Verletzungen langsam nicht mehr zu ertragen sind? Oder ist Mysterio wirklich ein aufsteigender Stern? Nur die Zeit wird es zeigen. Das war knapp. Heilige Kacke, war das knapp. Oh, Scheiße. Was willst du? Lass mich. Okay. Hier. Ihr habt mich in einem fairen Duell besiegt, Fremder. Aber wenn ich noch immer all meine Finger verwenden könnte, hättet ihr niemals gewonnen. Vor meiner Verletzung hätte ich den Boden des Duellrings mit euch aufgewischt. Ja gut, er ist uns wohl auch nicht mehr so freundlich gesonnen. Ihr habt euch also eure ersten Sporen im Duellring verdient, was? Lebt wohl. Lebt wohl. Und was wollt ihr? Lasst. Okay, sie haben immer noch nichts Neues zu sagen. Gut, ich würde vorschlagen, wir leveln eher so ein bisschen, weil wenn wir bei dem schon so abkacken, dann wird das nichts mit Eis, weil Eis ist die nächste, gegen die wir kämpfen müssen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich erzähle jetzt bestimmt voll den Mist. Nein. Wer ist das? Der war eben noch nicht da. Benox Starkiller. Lasst mich in Frieden. Heute gibt's nichts für die Fans. Wovon redet ihr? Wie? Ihr wisst nicht, wer ich bin. Ich bin Bendak Starkiller, der berühmteste Blasterschütze auf Taris. Über 100 Duelle ohne eine Niederlage.
und alles Todesduelle. Wie kommt es, dass ihr euch nicht bei den anderen Kämpfern aufhaltet? Doch, ich habe mich zurückgezogen. Nach dem Verbot der Duelle wurde es mir langweilig. Kein Interesse an Betäubungsblastern. War sowieso keiner mehr da, gegen den ich hätte antreten können. Hab euch im Duellring gesehen, war nicht sonderlich beeindruckend. Aber wenn ihr die anderen Möchtegern-Kämpfer besiegt, das könnte meine Aufmerksamkeit wecken. Ich komme zurück, sobald ich... Nein, ich muss jetzt gehen. Haut ab! Unser Gespräch ist ohnehin beendet. Vergesst mein Gerede mit Jedi, helle Seite, dunkle Seite. Wir können schon helle Seite, dunkle Seite bekommen. Denn mir ist gerade angefallen, wenn wir alle anderen Kämpfer besiegt haben und dann gegen Bender kämpfen würden, das wäre ein Todesduell. Wenn wir das allerdings abliefern würden, würden wir dunkle Seite-Punkte bekommen. Eben weil es ein Todesduell ist. Und deshalb geht das nicht. Ich bin so blöd, ne? Ich bin so blöd. Bis gleich.